Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ich bin hier für 4 Tage auf einem super genialen Coaching-Veranstaltung, die mich unheimlich weiterbringen wird. Und wie immer versuche ich auch euch dann wichtige Punkte, die ich selber lerne, weiterzugeben. Und ich habe jetzt hier im Seminar mir mal ein paar Zitate rausgeschrieben, die ich mit euch teilen möchte, die auch für euch, wenn ihr euch die mal durchdenkt, ganz wichtig sein können. Das erste ist schon ein ganz genialer Satz. Du bekommst nicht, was du verdienst, du bekommst, was du duldest. Viele Leute beschweren sich, mein Chef, der behandelt mich so schlecht, meine Kollegen behandeln mich so schlecht oder umgekehrt, der Chef sagt, meine Mitarbeiter machen ihre Arbeit nicht richtig, etc. Und das sind Probleme, die in der Bewachung einfach vorkommen. So, und wenn du diesen Satz dir überlegst, du bekommst, was du duldest, dann ist ganz klar die Verantwortung bei dir selber, das, was dir nicht passt, zu ändern. Also, wenn der Chef nachts um 3 WhatsApp-Nachrichten schickt und erwartet, dass du 10 Minuten später aufstehst und in den Dienst gehst, obwohl du eigentlich frei hast und an dem Tag was anderes geplant hast, dann ist die Frage, ob du das dulden musst, weil es ist nicht deine Verpflichtung. Und umgekehrt, wenn sich als Unternehmer darüber beschwert, wie in Anführungszeichen schlecht ein Mitarbeiter ist, muss er sich fragen, wer den Mitarbeiter eingestellt hat. Ja? Also, du bekommst nicht, was du verdienst, du bekommst, was du duldest. Zweites Zitat. Wenn du mit einem Finger auf jemand deutest, dann deuten 3 Finger auf dich selbst. Heißt, wenn du bei jemand anders was bemängelst, dann bemängelst du es einfach eigentlich bei dir selber. Ja, 3 Finger zeigen ja auf dich, also meinst du eigentlich dich, wenn du auf jemand anderen zeigst. Auch da ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst nicht von jemand anders zum Beispiel warten, dass er immer pünktlich ist und dann selber unpünktlich sein. Ja, das geht einfach nicht. Du musst vor deiner eigenen Haustür kehren, bevor du andere Leute hier dafür verantwortlich machst, was passiert. Ein drittes Zitat, auch ein ganz wichtiger Punkt. Da werde ich nochmal extra eine Podcast-Folge hier dazu machen. Die teuersten Kosten sind die Lost Opportunities. Was bedeutet das? Viele Leute denken sich, oh, so ein Meister für Schutz und Sicherheit Lehrgang, so eine geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft, das kostet ja ganz viel Geld. Das ist die falsche Denkweise. Ich rede mich jetzt hier so leicht, weil ich diese ganzen Sachen jetzt hier erst gehört habe. Ja, hinterher kann man mal schlau reden, aber ich möchte es eben an euch weitergeben, dass ihr auch was davon habt, wenn ich hier einen Haufen Geld für dieses Seminar zahle. Also die teuersten Kosten sind nicht die Lehrgangskosten. Die Kosten, Lost Opportunities, die Möglichkeiten, die ich dadurch verliere, wenn ich es nicht mache, das sind die teuren Kosten. Ja? Also, ganz wichtiger Punkt, überleg dir nicht, was kostet mich der Lehrgang, was kostet mich eine Weiterbildung, überleg dir, was kostet es mich, wenn ich das Ganze nicht mache. Ja? Gibt es vom Kollegen Alexander Lukas eine sehr schöne Aufstellung, wie schnell sich eine geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft rentiert, wenn ich die mache und dann eben hinterher mehr verdiene. Ja? Und Lost Opportunities heißt auch, es gibt ein geiles Stellenangebot, ich kann mich aber leider nicht bewerben, weil ich die entsprechende Qualifikation noch nicht habe. So, also Huhn und Ei, was ist zuerst da? Zuerst sollst du die Qualifikation haben, um dann die geile Stelle bekommen zu können. Nicht erst auf die Stelle warten und sagen, Moment, in 2 Jahren, ich muss jetzt schnell mal hier eine Qualifikation machen. Ja, jetzt geht hier hinter mir die Sonne auf. Es ist kurz nach 6 Uhr hier in Dubai. Aber mir war das jetzt so wichtig, einfach ein bisschen früher aufstehen, um euch das Ganze hier mitzuteilen. Dann ein super genialer Satz. Gott hilft, denn sie tun nicht, was sie wissen. Gott hilft, denn sie tun nicht, was sie wissen. Wir alle tun Sachen nicht, von denen wir wissen, dass wir sie tun müssten. Uns gesund ernähren,
mehr Sport machen, ausreichend schlafen. Ja, und dazu gehört auch, um unsere Existenz zu sichern, uns weiter zu qualifizieren. Ja, ich habe das jahrelang nicht verstanden. Ich habe jahrelang war ich auf einem Level und habe mich einfach nicht weiter qualifiziert, bis ich dann irgendwann verstanden habe, du musst dich weiter qualifizieren, du musst wachsen, du musst vorwärts kommen. Ja, ich werde noch eine spezielle Folge machen. Es gibt ein ganz großes Problem, das wir alle hier in der privaten Sicherheit haben. Es wird eine der nächsten Folgen sein. Es könnte nächstes Jahr sehr viele Firmen erwischen. Warum das so ist, wie gesagt, mache ich eine extra Folge. Das heißt, tu von dem du weißt, dass du es tun musst, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es unbequem ist. Klar ist es blöd, jetzt hier früh um 6 Uhr aufzustehen und eine Podcast-Folge zu machen. Ich könnte jetzt auch noch 2 Stunden hier im Bett liegen. Ich habe gesagt, nee, das ist mir so wichtig, ich stehe jetzt ein bisschen früher auf, um euch das hier mitteilen zu können. Das 5. Zitat, auch das auf der Zunge zergehen lassen. Bist du ein Bewerter oder bist du ein Verwerter? Bist du ein Bewerter oder bist du ein Verwerter? Es gibt Leute, die immer nur an allem rummeckern. Oh, draußen ist zu heiß, oh, draußen regnet es, oh, draußen ist zu kalt, oh, meine Kollegen sind so blöd, der Chef behandelt mich immer so schlecht. Oder bist du ein Verwerter und sagst, es ist nicht alles perfekt, aber ich mache jetzt hier das Beste draus. Ja? Und das, wenn du diese Denkweise, wenn du das hinkriegst, das zu ändern, dass du nicht mehr bewertest, sondern verwertest, aber das Beste draus machst, dann bist du einen ganzen Schritt weiter und dann hast du auch wirklich eine Chance, hier vorwärts zu kommen. Einen habe ich noch. Auch der Satz so genial. Du bist auf der Suche nach dem Menschen, der dein Leben verändern kann. Schau in den Spiegel. Es gibt einen einzigen Menschen, der dein Leben verändern kann. Und das bist genau du. Nur du kannst dein Leben verändern. Nicht der Staat und nicht der Chef und nicht die Kollegen und nicht das Glück und nicht das Schicksal oder Gott oder wie immer das, oder das Universum, da gibt es ja ganz viele Dinge, wie jemand das nennt. Nein, es gibt genau einen einzigen Menschen, der dein Leben verändern kann. Das bist du. Also, mach was draus. Qualifizier dich weiter. Melde dich bei uns, mach, je nachdem, wo du stehst, die Sachkunde, die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft, den Meister für Schutz und Sicherheit. Und auch für den Meister für Schutz und Sicherheit wird es demnächst bei uns weitere Qualifikationsmöglichkeiten geben. Ich werde natürlich darüber hier im Podcast und im YouTube-Kanal berichten. So, ja, die Sonne ist inzwischen schon weit aufgegangen. Es hat hier um die Zeit früh schon über 30 Grad. Ich wünsche euch alles Gute, hört euch die Folge nochmal an, hört euch die Zitate nochmal an. Da steckt so unglaublich viel drin, wenn ihr das in den Kopf reinbekommt. Ganz klasse. Also alles Gute und bis dann.